So, wir möchten wissen, was Schranne ist. Und ihr habt gesagt, laut Duden ist es ein Stand zum Verkauf von Fleisch und Backwaren. Und ich kann euch sagen, das ist richtig. Ja. Oh. So. Sehr gut. Oh. Hey, weg. Cash. Ah. Jetzt sind wir bei 200 Euro. Tatsächlich alles andere vollkommen frei. Okay. Das ist schon mehr, als wir beide in unseren Einzelsendungen jeweils haben. In Summe noch nicht, aber zumindest. Ja. Sehr gut. Alles andere hat sich ausgedacht. Und wir sind noch auf Rekordkurs der Einstellung des Rekordes. Ne? Also 400. Aber wir wollen sich beschreien jetzt. Genau. So, es ist übrigens auch ein veralteter Begriff für einen Marktstand für Getreidewaren. Für eine Markthalle für Getreidewaren. Das hat es aber zu einfach gemacht. Aber gibt es den, gibt es das Kompositum Schrannenmarkt? Das war ja, was mir so ein bisschen vorschwebte. Es gibt es tatsächlich, ich glaube in München hatte ich gelesen, gibt es auch so Ähnliches wie eine Markthalle. Guck an. Wo tatsächlich sowas dann auch, also du merkst ein Getreideverkauf. An den Tagen, dass wir hier in Bayern sind. Das merkt man also doch. Ja, doch schon. Wenn auch auf den letzten paar Kilometern Richtung Hessen. Ja. Ja, ich trau mich nicht, mach du mal. Was darf ich denn nicht würfeln? 2. Okay. Das stimmt. Das liegt ja da noch. Nee, eine 5. Gut. So gut gemacht. Danke. Aber nicht, dass wir jetzt auch... Ja, einmal rum. Das kann jetzt bald auch passieren. Aber da sind jetzt ein paar Fragen. Ich glaube, es Technik passt ist es, einige. Ne? Es ist die Technik. Achso, die Technik, ehrlich. Dritte? Jo, dritte. Oh, so. Wieder eine Chance. Bitte, Hey, machen wir keine Autofrage. Das ist keine Autofrage. Nee, keine Autofrage. In welchem dieser alltäglichen Dinge findet man neben weiteren Bestandteilen standardmäßig auch Futter, Blatt und Falz? In der Spülmaschine, in der Tür, in der Badewanne oder in der Couch? Falz. Das weiß ich. Nee. Natürlich. Es gibt ja ein Türfutter. Tür hätte ich jetzt. Ja, und das Türblatt gibt es auch. Doch, das muss es sein. Also Falz hätte ich auch. Trotzdem zur Sicherheit, bevor wir zu schnell sind, hören wir uns nochmal die drei anderen Möglichkeiten an. Spülmaschine noch, Badewanne und Couch. Badewanne ist gerade Spülmaschine ganz viel Bestandteile. Ja, gut. Man könnte natürlich sagen, Futter gibt es sicher in der Tür, gibt es natürlich auch im Sofa. Ja? Aber ich würdest Tür... Ich bleibe dabei. Also ich habe das auch mit Falz schon mal gehört, aber das andere kann ich jetzt nicht bestätigen, aber wenn du mit Blatt auch dabei bist... Ich nehme die Tür. Die Tür? Wir. Einverstanden? Ja, ich bin so einfach. Wollt ihr noch nein. Ja, wir nehmen die Tür. Ja. Wir nehmen die Tür, das hört sich doch gut an. Das ist auch richtig! Wow! So! Jetzt wird ein Lauf. Ist echt? Ja, mal gucken. So, sehr schön. Weiter geht's. Ob es echt ist, das werde ich... Soll ich? Ob es echt ist, werden wir nach der Sendung erfahren. Genau, das werde ich dann erfahren, wenn ihr schon weg seid. Bis jetzt hast du Nein, du bist immer abwechselnd. Na gut. Oh! Wow! Wrestling-Move. So, wir haben eine 6 gewählt, das heißt, wenn ich jetzt gerade schon richtig gerechnet habe, müssten wir bei Pink rauskommen. 1, 2, 4, 5. Ja. Pink! Zweite Frage, erste, Medien. Erste und zweite Frage. Romy. Zweite erst, ja. Okay. Also, aber Silvia Bollny war die erste. Ah, ja, das stimmt, ist richtig. Stimmt. Wusstest du, ja. Genau. Ja, ja. Ich auch, ist ja gut. Zweite Frage. Der laut der aktuellsten Media-Analyse Audio meistgehörte Radiosender Deutschlands pro Stunde ist denn wer? WDR 2, Antenne Bayern, 1 Live oder SWR 3? Also ich weiß es nur, was es früher immer war. Ah nee, ist auch gar nicht. Was war's? Früher war es eigentlich immer SWR 3. Hat natürlich ein riesiges Verbreitungsgebiet, geht ja bis in die Kölner Bucht, auch gemäß der Ansage. Darf man mich nochmal hören, die Lösung? Sicher. WDR 2, Antenne Bayern, 1 Live und SWR 3. Also 1 Live wird doch deutschlandweit gehört. Ja, aber der Punkt ist, dass natürlich die Sender in NRW sehr gespalten sind. Also es hören sehr viele 1 Live, es hören sehr viele WDR 2 und sehr viele WDR 4. Ja? Während in Baden-Württemberg, klar, es gibt auch SWR 1, ist mir klar. Klassik lassen wir jetzt mal raus. Also ich weiß nur, dass bei früheren Fällen immer SWR 3 als der meistgehörte Radiosender genannt wurde in Deutschland. Kann natürlich sein, dass es eine andere Statistik war. Hier geht es um die Hörer pro Stunde. Genau, also die offizielle auch. Also, das ist die Antwort, die anders aus auch früheren anders. Zeiten bekannt war. Ich habe dahingehend noch nichts gehört, bin also blank. Das Einzige ist, dass ich weiß, dass 1 Live halt deutschlandweit hoch bekannt ist. Und, das ist ein sehr junger Sender natürlich, 1 Live. SWR 3 ist ein unheimlich beliebter Sender auch gewesen durch das Comedy-Programm, das die immer hatten. Also Frau Zombie zu meiner Zeit, ganz tolle Sache. Alter, ist so shit. Meine Meinung ist SWR 3, aber du kannst dich gerne für 1 Live aussprechen. Nö. Ich folge dir und wenn es falsch ist, dann... Dann schlägst du mich. Ich halte die Hand schon mal hin. Ich nehme SWR 3. Ach, die Zeit. Okay.
Den Sender, den wir... Wir gehen das gemeinsam durch. Den wir suchen, den Sender. Der heißt WDR 2. Oh, hatten wir beide. Hatten wir beide. WDR nicht. 2, tatsächlich. Ja, der hat 1,101 Millionen Hörer pro Stunde. Ah. Ja, muss aber auch zugeben, dass ich über WDR 2 tatsächlich in Duisburg hinweg bin. Also ich höre mittlerweile tatsächlich WDR 4. Hinweg ist er. SWR 3 wäre tatsächlich der zweite Platzierte gewesen. Dann haben wir verloren. Na gut. Mit 1,095. Oh, das ist aber knapp. Das ist aber sehr knapp. Viel mehr, nicht viel weniger. Dann möchte ich gerne die Zeitreihe sehen, was das letzte Jahr war. Es könnte sein, Antenne Bayern ist dann auf Platz 3 mit 947.000 und 1 Live dann der letzte von denen mit 859.000. Es war eine sehr schwere Frage. Ja, fand ich auch. Aber interessant. Wunderbar. Interessant, ja. Ja, gerne. So. 4. Das ist gut. Ja, mal gucken, ist ja nicht mehr viel. Ja, doch, das Fragezeichen. Wunderbar. Fragezeichen? Also können wir, haben wir da noch was steht? Nee, haben wir nur noch eins, ne? Ja, zwei. Nur noch. Nur noch das. Ja, stimmt, nur noch eins. Haben nur noch das Feld. Das ist schon die dritte. Dann spielen wir jetzt die allerletzte Frage. Die letzte Frage, aber wir haben es durchgeschafft. Das ist ja auch immer gut. Ich bin noch nicht ganz durchgeschwitzt. Unser Stefan Ross-Wissen hat sich auch so, Chance. Jetzt hilft Stefan Ross nicht mehr. Der erste Entwurf des umstrittenen Netz-DG wurde wann als Gesetzesvorlage im Bundestag eingebracht? Das was? Netzdurchsetzungsgesetz. Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Noch nie gehört? Fragezeichen. Geht es da um den Ausbau der... Nee, das ist das, wo die Hate-Kommentare okay, Twitter, okay. Facebook und so weiter dann gelöscht werden. Also heißt Netzethik quasi. Sozusagen, ja. Genau. So, und wann wurde das im Bundestag eingebracht? Am 2. Januar 2017, am 2. März 2017, am 16. Mai 2017 oder am 16. August 2017? Okay, also am 16. August 2017 könnte man aufgrund der Sommerpause ausschließen. Ja, genau. Könnte knapp nach der Sommerpause sein auch, aber... Ich glaube, ist noch knapp in der Sommer. Ja, vor allem 2017. Was denn? Doch, waren die doch schon alle auf Wahlkampfmodus. Ja, die Wahl war im September. Ja. Also würden wir auf jeden Fall mal den August ausschließen, aus einem oder anderen Grund. Was haben wir also jetzt? 2. Januar, keine... 2. März und 16. Mai. Was, 2. Januar? Da sind die auch nicht da. Sind die auch nicht da. Niemals. Dann haben wir den 2. März und den 16. Mai noch. Hast du dreimal der 2. genommen und einmal 16.? Nee, zweimal. Die ersten beiden haben den zweiten und die letzten beiden haben den 16. Ja, wir müssen rechnen. Also wir sind bei den beiden Frühjahrsterminen, weder der Winter- noch der Sommertermin. Und es darf natürlich kein Wochenende sein, also müsste man rechnen. Ich meine, dass dieses Jahr am 8. April an meinem Geburtstag ein Sonntag war. Es müsste um einen Tag dann verschoben sein letztes Jahr. Ja. Schwierig zu rechnen, oder? Wäre der 1. April dieses Jahr ein Sonntag gewesen, der 24. Nein, der 25. März. Ja, dann der 18. und der 11. Was haben wir da? Was haben wir da für einen März? 2. 11., dann der 4. Müsste also auf jeden Fall in der Woche liegen dann. Auch letztes Jahr müsste der also spät in der Woche gelegen haben. Das ist ein 16. Und das andere war? 16. Mai. Ja, 16. Mai. 16. Mai, also 15., 22., 29. April, 6. Mai und 13. Mai wären die Sonntage. Wie viel da? Das ist auch in der Mitte. 16. Auch, ja. Ich meine, irgendwann... Aber irgend in der Mitte... 16. Mai müssten alles nur Sitzungswochen sein, die beiden, oder? Ist es nicht so, dass die Bundesabgeordneten am Ende der Woche immer in ihre Wahlkreise gehen sollten und am Anfang bis Mitte der Woche im Bundestag sitzen? Freitag ist nicht viel los, ne? Richtig, deswegen, ich meine, dass das Januartermin oder der Märztermin ein später Termin in der Woche ist, während der Mai-Termin ein mittlerer ist. Ich würde mich für den Mai-Termin entscheiden, wenn wir halbwegs richtig gerechnet haben. Ja. Wir haben sonst keinen Anhaltspunkt. Also wir haben 2. Januar ist sehr, sehr früh, da sind die noch nicht wieder zusammengetreten nach dem Feiertag. August ist zu spät, bleiben die beiden und da könnte beides sein. Aber Mai wäre jetzt nach meiner Rechnung, kann totaler Blödsinn sein, wenn mein Geburtstag kein Sonntag war, unter der Woche, also eher Mittwoch. Das andere ist dann eher Freitag, glaube ich. Hat noch ein Bauchgefühl. Ja, das hat ja bisher nicht so ein Bauchgefühl. Ja. Da kann man kein Bauchgefühl haben. Also das unser Hirngefühl. Oder das letzte Wort gebührt jetzt dir. Ich habe vorher schon so oft entschieden. Na? März ist ein schöner Monat, ne? Durchaus. Ja. Jetzt langsam wieder warm. Ah, ist ganz schön warm hier. Hm.
Na komm, März. 2. März? Ich hab gesagt, du darfst entscheiden. Ja. Der Druck ist auf dir. Das ist immer. Sehr geschickt gemacht. Hast du irgendwas aus dem Lesen? Nein. Dann mache ich alles. Das ist gut, ne? Die Brille verhindert es. 2. März. Gut. So. Allerletzte Frage. Es wurde als Gesetzesvorlage eingebracht im Bundestag am 16. Mai. Und das war was für ein Tag? Das weiß ich nicht. Schade. Schade. Aber haben wir uns beide einmal bei 50-50 falsch entschieden. Kommt ja, aber vor. Wir waren dreimal passiert. Falsch. Passiert. Einmal zusammen. Der erste Entwurf war tatsächlich ziemlich umstritten. Und am 30. Juni wurde das Gesetz vom Bundestag angenommen. Haben wir uns vielleicht doch verrechnet. Ja, aber rechnerisch wären wir ja auf Mai gekommen. Ich wollte gerade sagen, ja. Also ich hatte ja Mai als rechnerische Lösung angegeben. Ja, aber du hast doch März gesagt. Nee, Mai. Hä? Ich bin dir gefolgt. Nein, du bist halt weggegangen von mir. Überhaupt nicht. Ich habe Mai verstanden. Du hast März genommen. Ja. Mai ist richtig. Ich habe gedacht, du wolltest März haben. Mai. Nee, ich höre ihm halt nicht zu. Ich hatte immer Mai gesagt. Ich wäre doch nie von der Antwort weggegangen, die Sebastian gesagt. Man merkt's. Naja, hat uns trotzdem viel Spaß gemacht. Oh! Das ist... Ich dachte, du hättest März gesagt. Nein. Ich hatte immer gesagt, das war irgendwann mitten in der Woche, während der... Shitstorm. Tja. Von mir kein Shitstorm, von mir... Also bitte, wir haben einiges gewonnen gemacht. Hier. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, absolut. Das ist das Wichtigste. Tolle Fragen. Ja. Kann ich nur weiterempfehlen für alle anderen. Genau. Ja. Als Kandidat. Jetzt ist es aber auch warm geworden hier drin, merke ich. Oh ja. Ne? Stell dir vor. Okay. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Am Schluss. Ansonsten, ich grüße meine Mama. Mama, ich bin im Fernsehen. Tut mir leid. Also im Internet. Und Jakobis Mama, es tut mir leid. Also ich bedanke mich bei meinem Telefonjoker Susanne, die das ganz toll gemacht hat mit dem Königssee. Bedanke mich bei meinem Partner hier in der floralen Phase. Ja. Und nochmal danke für die tollen Fragen. Ja, vielen Dank. Gern. Es hat wirklich großen Spaß gemacht. Das freut mich. Ja. Sehr schön, dass wir hier nochmal da sein durften und irgendwann vielleicht mal der gesamten Riege. Und ansonsten bitten wir natürlich alle weiterhin gefragt, gejagt zu gucken. Ja. Das auch noch. Ja, bleibt uns treu und die Kamera ist aus. Egal. Habt Spaß. Ich höre, ich hab. Ja, egal. Sorry. So, das Wichtigste ist, wir bleiben uns treu und ich sage Dankeschön, dass ihr da wart. Vielen Dank, Daniel. Danke dir. Danke. Bleibt gerne ganz so stehen. So, das war das zweite Team Circle-Quiz in die Kamera. Genau. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder mit neuen Fragen, mit neuen Gewinnen vielleicht. Bis dahin. Tschüss. Ciao.